Hi, ich bin's Christian von Uncharted Rights und ich muss es ehrlich zugeben, ich bin ein echter Schwurbler und ein Klimakleber. Und warum das so ist, das sage ich euch jetzt. Ja, ihr seht's, ich bin draußen unterwegs, habe mir ein kleines Tab aufgebaut, genieße meinen Kaffee, den ich mir da gerade gekocht habe. Heiß. Und es gibt da ein Thema, über das ich schon lange mit euch reden wollte, denn, wie ich schon gesagt habe, ich bin ein Schwurbler und ein Klimakleber. Zumindest, wenn es nach der Meinung von meinen Freunden und Bekannten geht. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja auch so oder einigen von euch so. Seit ich mit Bushcrafting angefangen habe, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist ja vielleicht 4 Monate, 3 Monate, irgend sowas ist das her, habe ich gemerkt, dass sich, als ich das herumgesprochen hat, und ich habe es ja natürlich auch voller Freude erzählt, was ich jetzt mache, so ein bisschen, dass ich gerne rausgehe in den Wald und dort auch mein Ziel es irgendwann einmal ist, wenn ich meine Ängste ein bisschen überwunden habe, auch einmal im Wald zu übernachten. Und ja, und seitdem ich das Ganze so im Freundes- und Bekanntenkreis sich bekannt gemacht habe und sich das herumgesprochen hat, habe ich gemerkt, dass mich die Leute irgendwie ein bisschen schief anschauen teilweise. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir ist dann zu mir gekommen und hat mir gesagt, du musst ein bisschen aufpassen, wem du das erzählst, was du machst, weil die Leute fangen an, blöd zu reden. Und dann habe ich selbst einmal ein bisschen die Ohren aufgemacht und mich ein bisschen umgehört und extreme Kommentare teilweise bekommen und Feedback bekommen von den Leuten. Und ich habe mir das ein bisschen zusammengeschrieben, was die Leute so teilweise gesagt haben und was wirklich die extremsten Kommentare waren. Und ja, ich habe es auch, seit ich den YouTube-Kanal betreibe, teilweise gemerkt, dass ich ab und zu mal eine E-Mail bekommen habe, die ganz, ganz schräg war, mit einem ganz, ganz komischen, schrägen Kommentar. Aber ich habe mir nichts gedacht, ich mache schon seit einigen Jahren YouTube mit einem anderen YouTube-Kanal und so weiter, dass es da immer wieder Idioten gibt, die irgendwie halt einen Blödsinn schreiben und was weiß ich was, ist mir bewusst. Aber dass es in der Bushcrafting-Szene auch solche Idioten gibt, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich lese euch die Kommentare ein bisschen vor, was ich da so alles eben aus dem Freundes- und Bekanntenkreis bekommen habe. Schrecklich, ja. Und ihr seht, das sind einige. Zum Beispiel, hast du jetzt vor, aus der Gesellschaft auszusteigen, mit dem ganzen Bushcraft-Zeug, du wirkst wie einer von diesen Endzeit-Schwurblern. So Geschichten wie, glaubst du ernsthaft, dass du jetzt die Welt retten kannst, indem du im Wald herumläufst? Unglaublich. Echt? Du machst jetzt Bushcraft? Bist du einer von diesen extremen Umweltaktivisten geworden, der jetzt anfängt, auch Bäume zu umarmen und Straßen zu blockieren? Alter, was hat das bitte mit dem zu tun, nur weil ich gerne im Wald spazieren gehe und vielleicht einmal auch im Wald schlafen will? Lächerlich. Unglaublich. Seitdem du mit dem Autozeug angefangen hast, reden alle, dass du auf irgendwelche globalen Katastrophen vorbereitest. Das heißt, ich gehöre jetzt zu den Weltuntergangsverschwörern, Zombie-Apokalypse und so weiter. Ah ja, Zombie-Apokalypse, da war ja auch irgendwas. Genau, da habe ich per E-Mail bekommen. Ich will keinen Namen dazu sagen. Jetzt, wo du Bushcraft machst, bist du bereit für die Zombie-Apokalypse, oder?
wirst du jetzt der Anführer der ganzen Schwurbler, wenn es soweit ist. Das ist unglaublich. Ich verstehe das einfach nicht, wieso Leute so gehässig sind. Schreibt es doch einmal bitte in die Kommentare, wie es euch gegangen ist, wie es ihr an die Öffentlichkeit gebracht habt, also unter Freunden, Bekannten verteilt habt, dass ihr jetzt ein Bushcrafting macht. Oder eine mega coole Aussage. Kehrst jetzt zu diesen extremen Umweltschützern, die denken, sie können die Welt retten, indem dass sie im Wald schlafen. Bushcrafting? Echt? Das klingt eher nach einer Ausrede, um keine echte Arbeit nachzugehen. Glaubst wirklich, dass du damit etwas bewirkst? Leute, ich bin selbstständig. Ich habe einen harten Job, der mir teilweise sehr, sehr viel abverlangt. Ich bin Geschäftsführer einer GmbH, die ich mir selbst aufgebaut habe, an der ich seit mehr als 12 Jahren arbeite. Ich habe ein paar Angestellte, die ich erhalte. Das hat überhaupt nichts mit Schwurbeln zu tun oder mit ich will nicht arbeiten oder sonst irgendwas. Ja, also ihr seht, mich belastet das Ganze wirklich ein wenig, weil ich das einfach nicht verstehen kann. Und ich möchte vielleicht einmal versuchen, was Bushcrafting für mich wirklich bedeutet, euch das zu erklären. Ich glaube, das Problem ist, dass Bushcrafting wirklich sehr, sehr oft mit diesen ganzen Weltuntergangsverschwörern verwechselt wird. Und es gibt einige draußen, ich glaube, die nennt man Prepper oder so, die sich nicht auf Weltuntergänge vorbereiten, sondern die sich einfach auf Notfallsituationen vorbereiten. Und mit Notfallsituation ist garantiert keine Zombie-Apokalypse gemeint. Und wahrscheinlich denken auch die wenigsten an den Dritten Weltkrieg oder an sonst irgendwas. Selbst der kleinste Stromausfall über 2-3 Tage kann eine echte Katastrophe auslösen. Und ich glaube, das ist es. Das sind diese Notfälle und Krisen, auf die sich solche Leute vorbereiten. Mein Verständnis ist da wieder ganz anderes. Der Grund, warum ich in den Wald gehe, warum ich im Wald schlafen möchte, ist einfach, weil ich von jeher eine totale Naturverbundenheit fühle. Ich bin als kleines Kind schon total gerne im Wald rausgegangen und wirklich stundenlang halt draußen unterwegs gewesen. Und Bushcrafting ist für mich einfach im Einklang mit der Natur zu leben, die Natur wieder beginnen, genießen zu können. Einfach mit der Natur im Einklang zu sein. Es geht für mich ein bisschen darum, Fähigkeiten auch zu erlernen, wie die Leute wirklich früher gelebt haben, ohne der ganzen Technik und so weiter. Wie man sich mit einfachsten Mitteln draußen eine kleine Behausung machen kann. Da geht's aber nicht um Notfall oder sonst irgendwas, sondern ja, wenn man vielleicht draußen unterwegs ist, irgendeine Wanderung macht, es kommt ein Starkregen, schwupps, schneller ein Tarp aufgebaut, fertig, man ist einigermaßen geschützt, als Beispiel. Um das geht's mir da. Ich sehe da nicht irgendwie eine kommende Zombie-Apokalypse oder sonstiges. Es geht nicht darum, sich auf Katastrophen vorzubereiten, sondern es geht für mich darum, mich wieder mit der Natur ein bisschen mehr zu verbinden, die Natur ein bisschen besser wieder kennenzulernen, lieben zu lernen. Das ist das, warum ich rausgehe. Und nicht, weil ich irgendein Schwurbler bin und mich auf die Zombie-Apokalypse vorbereite oder auf irgendeinen Krieg. Und natürlich lernt man da viele, viele Dinge, die man dann in einer Notfallsituation, in einer Zombie-Apokalypse vielleicht auch brauchen kann. Das ist natürlich klar. Aber das ist nicht Sinn und Zweck für mich. Zumindest ist das mein Verständnis, warum ich das Ganze hier mache. Ich weiß nicht,
schreibt es doch einmal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren, was ihr unter Bushcrafting versteht, ob ihr das genauso seht oder was es für euch bedeutet oder ja, vor allem würde mich wirklich interessieren, ob ihr auch solche idiotischen Kommentare bekommt teilweise unter eure Videos, ob euer Freundeskreis auch so reagiert hat. Mein Freundeskreis ist auf jeden Fall, seit ich das mache und seit ich draufgekommen bin, wie manche geredet haben über mich, sehr, sehr stark geschrumpft. Ja. Es war mir einfach mal wichtig, darüber zu reden und ich bin jetzt einfach auch, ehrlich gesagt, ja, ich verstehe die Leute einfach nicht. Es nimmt mich mit, ihr setzt es ein bisschen, aber ich, ja, ich sag danke fürs Zusehen, liebe Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, und du machst das gemütlich, danke. Ja, feines Mädchen.